So, hey meine lieben Mädels, erstmal herzlich willkommen in eurem Wochenende. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wunderschönen Freitagabend. Und ja, wir haben natürlich wieder was Neues für euch für dieses Wochenende. Und zwar die Bluse Plissé, die wir letzte Woche hatten. Ich hole sie mal hier in weiß raus. Schaut mal, die habt ihr so toll gefunden und ihr wart so eifrig am Bestellen. Ich habe die nochmal nachbestellt. Also die gibt es jetzt wieder. Und ich habe sie auch noch in einer zusätzlichen Farbe bestellt. Und zwar in diesem wunderschönen Beige-Ton. Finde ich total genial. Richtig toll, wunderschöner Ton. Tut auch was für den Teint, kann ich nicht anders sagen. Und schaut mal, hier wieder diese beliebten, tollen Falten drin. Ich sage euch und ja, und was heißt, ich sage euch, die von euch schon die Bluse haben, die werden bestätigen, das ist einfach die Bluse, mit der man eine ganze Menge machen kann. So, und passend zu der Bluse habe ich uns ganz wunderschöne Strickjacken rausgesucht, so ein bisschen was Unkompliziertes, und zwar ja, ganz einfach hier oben mit so einem ganz einfachen Bündchen, hier einmal so lang gestrickt, nichts Aufregendes, aber durch das Muster finde ich doch schon sehr bestechend. Dann ist der Arm so, dass er nicht ganz so lang ist, es ist nicht wirklich ein Dreiviertelarm, also es ist schon ein Tuck länger, aber halt ganz wichtig, die Bluse kann noch so ein bisschen blitzen, das fand ich so ganz schön, oder allgemein, wenn ihr eine schöne Bluse drunter habt, das finde ich immer toll, wenn sich hier nochmal was widerspiegelt, ist ganz prima mit der Jacke und schaut mal, und auch an hinten, so ansonsten hinten eine schöne Länge, nicht zu lang und nicht zu kurz und richtig schönes, tolles, kuscheliges Teilchen. Hier habe ich sie in diesen Jeans blau an, dazu nochmal unsere super schöne Jeans Patches. Und dann ja, habe ich die Strickjacke natürlich in mehreren Farben. Hier haben wir sie noch einmal in Beige. Da schüpfe ich gleich nochmal rein, dass ihr das mit den Farben seht. Dann haben wir noch ein ganz, ganz tolles Pink. Da schüpfe ich rein mit einer weißen Bluse. Und habe mich dann nochmal für die schwarze Jogpant entschieden. Die haben so viele von euch, damit ihr nochmal ganz klar sehen könnt, wie das aussieht. Und was darf natürlich nicht fehlen? Ein wunderschönes Grau, das liebe ich ja immer sehr. Das ziehe ich dann gleich mit der weißen Bluse an. So, und jetzt würde ich mal sagen, ich schlüpfe nochmal hier in das Beige rein, weil ich das einfach von den Farben her so schön finde. Es ist stimmig und dann hier mit so einem schönen Booty. Ich kann euch sagen, fühle ich mich sehr, sehr wohl mit. Und schaut mal, so. So sitzt das Ganze dann einfach richtig schön. Die Farben, die Strickjacke ist einen ganz leichten Tuck heller, aber nur so eine Nuance, dass das auch wirklich wunderbar klappt mit der Bluse. Und schaut euch mal an, das ist doch wohl eine richtig schöne Geschichte. Ich mag es immer, ja, ich persönlich mag es immer ganz gerne schlicht, elegant und ein bisschen Raffinesse darf sein. Und ich finde gerade hier durch dieses tolle Muster ist die auf jeden Fall drin. So ihr Lieben, ich steige jetzt mal in die anderen Farben rein und schicke euch das alles als Fotos und wünsche euch einen wunderschönen Freitagabend und schicke ja, euch ganz, ganz viele Küsschen und habt einfach eine ganz, ganz schöne Zeit. Bis morgen. Tschüss.